Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, Freunde Nacht, es wird gelacht, es wird gezockt. Und zwar Tomb Raider. Genau, hier bin ich stehen geblieben. Das mit dem Löschen, das war schon richtig. Nur man muss pixelgenau hier vorstehen. In etwa so schätze ich mal vielleicht. Und dann kann man natürlich mit dem vollen Eimer das Feuer dementsprechend nicht löschen. Ja, also muss ich noch präziser davor stehen. Und? Ja, habt ihr es gesehen? Pixelgenau muss man davor stehen. Und dann klappt das auch mit dem Feuerlöschen. An der Stelle speichere ich mal lieber ab. Weil es wäre ja ärgerlich, wenn ich normales Feuer löschen müsste. Mal gucken, was mich jetzt hier so erwartet. Keine Ahnung. Aha. Ah. Glück gehabt. was haben wir hier? Kiste? Ja, okay. Schieben wir dich mal ein Stückchen vor. Oh, da kommen schon die gefährlichen Trommeln. Oh, da ist was. Böse Federmäuse. Noch jemand ohne Fahrkarte hier? Ja, schauen wir uns mal hier so ein bisschen um, würde ich sagen. Sieht doch schon mal sehr interessant aus. Liegt da nicht was? Nö, schade. Gut, kann man die Kiste auch bewegen? Tatsächlich. Nur wohin? Wo soll ich denn die Kiste hinbewegen? Hier hin? Ja, und dann? Ich weiß nicht. Wo soll die Kiste hin? Was meint ihr? Die Kiste hier hin, die große Kiste da drauf und dann komme ich an der Lampe dran. Gehen wir erstmal hier durch die Tür. Geht nicht. Okay, vielleicht ist ja hinter der Kiste etwas. Ich schiebe das mal ein Stückchen zur Seite. Also hier hinter schon mal nichts. Hä, wo soll ich mit der Kiste hin? Liegt da was? Da liegt was, ne? Aha. Ja, immerhin. Munition, liegt da auch was? Nö. Jetzt bin ich hier oben. Ja. Denke mich jetzt auch jetzt erstmal nicht so viel weiter. Wo soll ich mit der Kiste hin? Verstehe ich nicht. Ah, ich habe eine Idee. Ich sehe da was. Genau, die Kiste. Ja, alles klar, verstanden. Alles klar, das kriege ich hin. Dann schieben wir die mal dahin, würde ich sagen. Komm, einfach nur... Nein, Lara, einfach nur vorschieben. Dankeschön. Quasi bis zum Anschlag.
noch eine Kiste, definitiv. Die hier zum Beispiel. Ah. Geht doch. Noch eine. Ja, noch ein. Jetzt könnte ich die theoretisch noch ein weiter rausschieben. Mal gucken, was mich da erwartet. Das ist gar nichts. Ich dachte, da wäre ein Gang hinter. Ja, doch, ist da einer. Ich dachte schon, mach ich mal ihr Licht an. Hallo, schön. Aha. Eine CD. So, und jetzt ist die Tür aufgegangen, hä? Ja, siehst du, geht doch. Ja, man muss auch erst ein Rätsel lösen, damit eine Tür aufgeht. Ist ja klar, ist ja logisch. Nur, was mache ich mit der CD? Ich könnte ja mal den Computerexperten nachfragen. Hier ist ein Schalter. Ich denke mal, da muss ich draufdrücken. So, was ist eigentlich? Ach, prima. Genau, hier wollte ich hin. Meinem Kollegen hier. Vielleicht kann der was mit der CD anfangen. Das wäre jetzt so mein Plan. Ne, sieht nicht so aus, ne? Hallo, ich habe eine CD. Gut. Ah, ich könnte da trotzdem mal nach oben gehen. Jetzt weiß ich, wie man das Feuer löscht. Warum bist du jetzt hier unten, Kollege? Guten Tag. Was ist denn, wenn ich hier durchgehe? Ah, Türen ohne Ende. War ich hier schon drin? Hier komme ich doch her, ne? Ja, hier komme ich her. Genau, ich gehe nochmal in dieses Badezimmer hinein, fülle den Eimer nochmal auf. Und dann werde ich nochmal das andere Feuer versuchen zu löschen. Wo war das jetzt? Ja, war doch richtig. Ah, ich glaube, ein Raum weiter, ne? Genau, das Feuer ist links und hier ist das Badezimmer. War ja doch richtig. Komm, Lara, geh. Einmal, wo bist du? Jawohl. Quatsch. So, wo war das Feuer? Ich hoffe zumindest, dass das hier ist. Ja, da ist das Feuer. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich wieder zurück. Hey, da war doch nichts. Lara. So aber nicht, du. So, komme ich da jetzt rein? No.
ich könnte mal jetzt hier die Tür öffnen. Weil den Code habe ich ja jetzt. Nur wie war der? Und vor allem wäre es schön, wenn man die ganze Zahl hier sehen könnte. Okay, ich versuche es mal. Der Code ist 5161. Da hatten wir schon mal die 5. Da hatten wir die 4, die will ich nicht. Da hatten wir die 51. Die will ich auch nicht. Ja, wo ist jetzt die 6? Da ist sie auch nicht. Dann ist die 6 bestimmt hier. 67. Und jetzt glaube ich Sternchen, ne? Ja. Hier hätten wir schon mal einen Knopf. Da haben wir nix. Ja, was ist das denn hier? Ach, Teppich. Ja, okay. Okay. Alles klar. Gehen wir da mal rein, ne? Wenn sich einer fragt, woher ich den Code habe, ich bin ehrlich, habe ich gegoogelt. Ich weiß nicht, wie man den findet. Weil das Problem ist auch, wenn ich kann die Notes hier gar nicht lesen, aber wenn ich in Optionen reingehe und auf Notes klick, ich kann da irgendwie nichts nachlesen. Und deswegen habe ich dann mal Google nachgelesen. Ja. Hier war es nicht so mit der Orientierung, ne? Nach wie vor. Nee, das passt nicht. Ich dachte, ich könnte da runterspringen. So, irgendwo ist jetzt was aufgegangen. Ich denke mal hier, ne? Ja, dann gehen wir da mal rein, würde ich sagen. Okay. Wir zeigen Licht an. Na, dann einfach mal da hoch, ne? Oh, was haben wir denn da? Festkrallen. Hahaha. 14. Muss die 4. Aha, 14. 0. 2. Ja. Auch da habe ich gegoogelt. Ich gebe es ja zu. Warum kann ich jetzt kein Licht anmachen? Weil ich die falsche Taste drücke. So, was ist überhaupt passiert? Ist überhaupt was passiert? War der Code überhaupt richtig? Ah, die Laser sind aus, ne? So, dann gehe ich da mal rein, ne? Komme ich ja nur wieder raus, ne? Aber da war, glaube ich, noch ein anderer Gang. Den teste ich auch mal. Hier vorne links, ne? Licht an. Oh. Ah! Da ist ein Wappen wieder. Okay. Jawohl.
hinein ins Vergnügen. Oh, das ist nichts für mich, du. Oh, war zu spät. Oh, so gerade eben noch gepasst. Habe ich dort gesehen? Komm, heb auf schnell, sammel auf, Salafa, nimm es. Das ist mir die Pack deines Lebens. Ah, prima. Aha. Ja, bei dem Geräusch denke ich immer an Geheimnis. Aber ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis ist. Die Waffen, die brauche ich, glaube ich, auch. Und? Ah, Glück gehabt. Ich dachte, die Stacheln, die kommen wieder hoch. So, wo muss ich hin? Ja, passt doch. Achso. Gehen wir hier hoch, ne? Gut, jetzt habe ich drei Waffen. Ich schaue nochmal eben nach in meinem Inventar. Eins, zwei. Oh, zwei habe ich nur. Eins, zwei. Nein, drei. Passt. Ich hätte doch eine Idee, wo die hin könnten. Nur, wo war der Raum nochmal? Das ist jetzt hier die große Frage. Stopp, nicht so weit. War das hier? Wo war das? Ist egal, ich schicke einfach mal alles ab. Irgendwo werde ich einen Raum schon finden. Waren so drei, nehmen wir das mal Kerzenständer. War das hier? Ne, hier war das nicht. Nein. Hier war das nicht. Gut, laufen wir zurück. Ist ja kein Problem. Wir laufen ja gerne. Hierher? Ja, ich laufe einfach mal. Genau, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier ist überhaupt kein Raum, ne? Wo ist der Raum? Wo ist der Raum, den ich suche? Ah, hier ist ja, glaube ich, der Raum. Oh, man kann ja schon mit rechts und links vertun, ne? Ja, die meinte ich. Oh, tatsächlich. Wappen Nummer 1. Wappen Nummer 2. Na komm, Wappen Nummer 3 sollte auch noch passen, ne? Wappen Nummer 3. Oh, ist das Ding etwas getan. Ist das die Tür? Oh! Eine Waffe! Eine Pistole! Aha. Cool! Erstmal die wichtigen Dinge aufsammeln. Medipack. Und jetzt den Schlüssel. Was ist das überhaupt für einer? Mit dem C drauf. Aha. Juhu! So, und jetzt? Achso, jetzt habe ich einen Schlüssel. Nur wo habe ich eine Tür, die noch zu ist? Ja, es gibt noch Türen, die zu sind. Nur wo waren die jetzt? Was ist denn hier für ein Raum?
Flur, ne? Okay, jetzt bin ich wieder in der Halle bestimmt. Lara, du darfst nicht so rumspringen. Ja, ich würde sagen, ich suche einfach mal die Tür. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ups. Tja. Keine Ahnung, wo die Tür jetzt ist. Ist hier unten nicht noch eine Tür, die zu ist? Ja, die... Ne, da, genau. Das ist ja die. Ja, ist ja gut. Ne? Ja, auch nicht. Da ist auch eine Tür. Ja, super. Es sind hier zwei Schlüssellöcher. Das heißt, zwei Schlüssel brauche ich. Oh, nö. Mal gucken, ob der überhaupt passt. Also, der passt schon mal. Und wo kriege ich den zweiten Schlüssel her? Ah! Okay. Habe ich beide Schlüssel schon? Auch gut. Nicht fallen! Da speichere ich lieber vorher mal ab. Laser. Ich hasse Laser. Was haben wir da? Da haben wir nix. Da haben wir auch nix. Tja, einfach drüber springen, ne? Puh, never. Doch, passt. Hey, das passt aber nicht. Das brauche ich gar nicht zu probieren. Tja, schön. Aha. Ah, warum hast du ihn nicht festgehalten? Ach, ist ganz einfach. Einfach rückwärts springen. Thema erledigt. Ja, und jetzt? Und nun, Lara, gib mir mal einen Tipp. Ja, das Ende, ne? Das bringt schon mal nichts. Puh. Einfach mal so auf Verdacht gesprungen. Ich könnte da jetzt reingehen, aber was soll ich da drin? Ah, ich sehe was. Ah, ne, nicht kriechen. Ups. Was, haben wir da irgendwas Böses? Ah, ich weiß nicht, Trollen braten hier nicht. Aha.
Gut, die Laser sind schon mal aus. Jetzt natürlich nur die Frage, wie komme ich da hin? Oder ich muss noch mal komplett zurück. Aber da waren ja keine Laser mehr, ne? Jetzt bin ich ein wenig verwirrt.